informieren. Dort können Leute informiert werden. Ein Steher heute Morgen irgendwas erbracht? Weitere Erkenntnisse? Da kam noch gar keiner loszuschicken. Warte, die wurden ja kurz vor Abend angegriffen. Und dafür war es genau einige Male her. Zu dem Tempel, was daneben passiert. Neben diesem Tempel befindet sich ein Schutzkreis. In diesem Schutzkreis befinden sich 5 Schädel. Dies ist ein Turnierplatz des Korn. Sie kämpfen dort gegeneinander, opfern ihr Blut für Korn, stärken damit diesen Kreis, versuchen dort heiligen Boden zu erschaffen und wahrscheinlich damit auch den Tempel komplett zu übernehmen. Ich habe nur gesagt, das braucht. Jemand, der Gemeinheit in Korns Arena gewagt hat. Seid ihr bereit, euch mir zu stellen? Ein Magier. Dann habt ihr die falsche Tür gewählt. Ihr würdet nur jetzt unter die Kraft in einem Zweikampf fordern. Nein, wir würden ihn einfach so abschlachten. Ihr seid ein Magier. Seht das richtig? Ja. Schlecht für euch. Ihr seid damit schon fertig. Deine Magie wirkt hier nicht. Komm, wacht über diesen Stadt. Ist da jemand? Kommt! Willkommen! Wagt euch! Wagt euch in Korns Arena! Der Magus ist weg. Ja, ich weiß, Magus. Wagt euch! Kommt zu mir! Ich habe eine Frage. Korn heißt euch willkommen! Bist du so hässlich, dass du dein ganzes Gesicht verdecken musst? Sagt der sich mit Farbe beschmiert hat. Feiger Hund! Aha! Schwach! Ängstlich! Da muss der Champion besiegt werden. Ihr habt keinen einzigen Zweikampf. Wir brauchen jemanden, der den Champion antritt. Ja! Nein, wir brauchen einen Zweikämpfer, der das kann. Olaf, macht ihr das? Macht euch hervor! Viel schlimmer als der heutige Tag. Ihr schafft das! Ehrenhafter Zweikampf! Ehrenhafter Zweikampf! Möge euer Blut die Erde tränken! Falls ihr da irgendwie raus und Schädel! Wer Blut ein Schädel! Blut für den Blutgott! Könnt ihr das da nicht wegrollen? Diese Schalen bleiben. Wir gehören an diesen Ort. So wie ich an diesen Ort gehöre und ihr nicht hierher gehört. Ja. Schön! Hier drin! Dient euer Kampf! Vergiss dein Blut! Hier kommt! Ja! Aber wir fahren schnell! Eric! Blut für den Blutgott! Schädel für den Blut! Sei Blut für Korn! Blut für Korn! Blut für Korn! Sei Schädel für den Schädelthron! Ja! Hoffe auf! Du kannst doch noch kämpfen! Da ist doch noch ein bisschen Kriegslust in dir. Dieser Lauf, dein Blut. Hat wahrlich Korns Blut in den Adern. Tapfer kämpft er. Tapfer steht er wieder auf. Ich denke, er ist würdig für Korns Reihen. Blut für den Blutgott! Du kommst nicht gegen meinen Bruder an. Er lacht über dich. Mein Bruder lacht über dich, der dein Kopf ist. Oder in der Futzring. Wir brauchen einen Heiler! 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 So Battenschweine verboten.
Die uns noch nicht gestellte Sohn, denke ich. Mit Seil Segert spielen. Das ist ja Werfen. Das ist Wurfart. Ja. Ich will auch Schweinkampf mit aus. Das muss hart sein, ne? Ja, 30 cm bringen dir nichts, wenn 1 cm nicht hart ist. Ne? Ja, mit Seilen will ich ja spielen. Gut. Komm, wagt euch! Seid willkommen in Korns Arena! Leistet auch ihr einen Beitrag zum Blutfluss Korn! Gegen unseren Champion kannst du nichts ausrichten! Korns Blick ruht auf mir. Deine Stärke durchfließt mich. Ich will ihn ruhig tippen, mit dem Blut, dass er das Blut auskippen kann oder irgendwas in die Richtung. Ich soll ihm Tipp geben. Und ihr wollt euch also auch in Korns Namen beweisen? Nein, es wird den Thron. Wir können auch würfeln. Lasst uns kämpfen gegen das Blut. Gerne. Heul, heule, Menschung! Oberdisken! Menschstoß! Das war super! Spiel los, du! Dein Schädel für den Thron! Deine Füße in meinen Seel! Geißen für den Schimpf! Meine Füße in deinen Arsch! Da kommt er gleich wirklich! Mach ihn nieder! Und! Ja! Ja!